Ich geh jetzt Bahn fahren, ich geh jetzt Bahn fahren, juhu, Bahn fahren und hier Flowerbauer, Blume voll ins Gesicht, ne. So, schaffe ich den Zug noch einzuholen, das ist hier die Frage. Oh verdammt, oh nein, bitte nicht. Da oben ist der Zug. Schnell, wie spät ist es? Schaffe ich es noch? Wie ich die Deutsche Bahn kenne, wird sie sowieso wieder Verspätung haben. Naja, was soll's. Tag. Na dann los, fahr los. Wie geht, läuft das hier? Muss man erst das Ticket holen oder wie geht's? Hallo, wieso ist hier ein Kaktus auf dem Weg? Ah, ich verstehe. Tschüss dann, ne? Mach's gut, gute Reise. Hallo, runter von der Schiene da, das gibt's doch gar nicht. Ach so, man möchte da nur ein Centstück drauflegen, ja? Okay, verstehe. Na, dann ist das schon okay. Und so, ne? Hallo, wo ist jetzt hier meine Lore? Ich möchte eine Lore haben. So, meine Lore, danke. Kommst du? Jetzt geht's los, ja. Jetzt geht's los. Ja, nach vorne. Ah, Hilfe! Tschüss! Juhu, ich fahr Zug! Yeah! Jetzt geht's voll ab hier! Hoffentlich ist nicht wieder irgendwas auf die Schiene gefallen oder so. Ein Baumstamm oder so, wie man es halt von kennt. Ja, in Minecraft, da passiert öfters mal so. Kann ja mal passieren, dass irgendwelche Baumstämme runterfallen. Hallo? Oh mein Gott. Warum ist das hier durchsichtig? Huch! Stopp! Hallo! Eigentlich wollte ich da aussteigen. Okay, dann. Naja, dann fahre ich halt schwarz zur nächsten Station. Nee. Hui! Juhu! Also wenn hier ein Unfall passiert, dann möchte ich ja, beten, dass ich dann ins Wasser falle. Hilfe, was ist das? Ein Riesenfeuerwerk. Juhu! Naja, das lassen wir erst starten nachts, ja. Da lohnt sich's. So. Tralala. Hallo. Na toll. Da. Ja, meine Damen und Herren, so passiert's. Die ersten Unfälle der Deutschen Bahn. Und dann war das. Was ist das da? Ah, ein Schwebensteil. Aber mal, gibt's denn hier irgendwo ein Schloss im Himmel? Wieso gibt's hier kein Schloss im Himmel? Ich möchte als nächstes ein Schloss im Himmel haben. Ja, da dann hochfahren mit dem Zug. Juhu! Oh, Wald. Oh Gott. Wie kann das nur sein? Der existiert wirklich noch? So. Oh Gott. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass wir uns hier immer höher begeben? Ah! Ich habe doch überhaupt keine Höhenangst, ey. Ich bin nicht höher höhenversichert, so. Ein riesiges Haus. Ja gut, hier lädt wahrscheinlich ein bisschen die Landschaft noch. Es wird Nacht, ne? Stehen bleiben. Oh. Nächste halt. Ah, cool. Was? Ein Laden. Hey, ich hab Hunger. Okay. Tralala. Tralala. Hilfe. Ey, wer hat das Herz hingebaut, ey? Herzen auf Bäumen? Eine Sushi-Rolle. Juhu. Ich wollte schon immer mal durch eine Sushi-Rolle fahren. Den Zug. Yeah! Okay. Das ist dann hier wohl die nächste Station? Nee. Los geht's. Warte, ich schieb dich mal an. So, jetzt geht's los. So läuft das hier. Hier hilft halt jeden mal anzuschieben, um weiterzukommen. Um dann irgendwo hinzufahren, wo er nicht. Ja, warte mal, wo fahre ich eigentlich hin? Hey, ihr habt mich gestoppt. So, wo fahre ich eigentlich hin? Na, was soll's. Hey, da ist doch das Poké-Center. Cool. Leider habe ich meine Pokébälle jetzt vergessen, aber. Naja, so jetzt. Hey, ich kann doch hier. Warte mal, warte mal. Geht das? Ja, jetzt bin ich schneller. Haha. Nee.
Raupi. Raupi ist ein Wasser-Pokémon jetzt geworden, ja? Weil Raupi immer so schwach ist und so und Misty immer erschreckt. Darum ist es jetzt ein Wasser-Pokémon. Haha. Was? Schon wieder eine Sushi-Rolle? Cool. Nee, warte mal. Hier muss ich immer sagen, das sieht immer aus wie Löwenzahn, aber es ist kein Löwenzahn, wurde mir gesagt. Aber es sieht aus wie Löwenzahn. Hey, eine Sushi-Rolle? Sushi-Rolle? Ja. Yeah. Sushi rock the show. Ich hab mich erschrocken. Hallo? Ja, warte mal. Hey. So, okay. Die Fahrt kann weitergehen. Ich habe mich mal so Western-Style-mäßig vor die Schiene geschmissen und meine Lore gestoppt. In Zeitlupe. Ja. Leider kann ich euch das jetzt nicht zeigen, weil ja, die Regie wollte das zu einem Film verwenden und da. Da gibt es halt dann Probleme, wenn ich das euch dann schon vorher zeige. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter hier mit der Fahrt und wir befinden uns immer noch, ja, auf der Schwarzfahrt. Es ist ja schließlich auch Nacht. Und ja, da fährt man, da hat man halt die Erlaubnis, schwarz zu fahren. Aber hey Leute, nicht nachmachen jetzt zu Hause. Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt jetzt hier nachts, 1 Uhr losfahren, schwarz, ohne Ticket, ja. Das dürfen nur Wölfe. Wenn, dann macht 2 Uhr oder so. Natürlich sag ich was. Was soll ich denn? Ich soll. Was, doch. ja, okay. Jetzt haben wir also hier eine große Strecke absolviert. Und das ist Pocket Center. Juhu! Nee, vor Sushi rollt. Na, wieder mal ein unlustiger Witz am Rande und ja. Hey, und ich bin schon gespannt, wo ich rauskommen werde. Okay, gab es jetzt gerade eine kleine Laggung, aber wir sind noch immer auf derselben Strecke und ja. Ich bin gespannt, wo ich rauskommen werde. Ah ja. Genau da, wo ich eingestiegen bin. Super. Achso, ich hätte wahrscheinlich auf den Knopf drücken sollen. Naja, jedenfalls habe ich die Fahrt ehrenhaft bezahlt. Ja. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder, wenn es dann heißt, wir machen eine Schifffahrt in der Pfütze oder so. Bis dann.